So, und weiter geht's, die nächste Folge von Tomb Raider, der PS4-Version. Ja, ich würde sagen, schauen wir doch erstmal. Okay, Fähigkeitenpunkt haben wir leider keinen. Aber das Maschinengewehr und das Sturmgewehr, nee, Maschinengewehr zu Sturmgewehr konnten wir modifizieren, sehr schön. Das ist doch schon mal super und wir haben auch mehr Bergungsgut. Und jetzt haben wir hier das Sturmgewehr. Super. Da gibt es auch wieder neue Verbesserungen. Schaden erhöhen ist doch schon mal top. Schussfrequenz erhöhen. Auch nicht schlecht. Ja, das machen wir doch gerade noch. Zack. So. Schon sieht das Ding schon wesentlich besser aus. Oh, ich kann es auch drehen, sehe ich gerade. Super. So, ansonsten, ja, Fähigkeitenpunkte haben wir nicht. Dann würde ich sagen, geht's doch gleich mal weiter. Oh, der hat seinen Gummistiefel verloren, der Arme. Den braucht er wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, ja, wie viele Tote? Wer hat die nur alle umgebracht? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. So, Pfeile. Feinde, die sind alle verbrutzelt oder was? Super. Dann soll die Feinde nicht verbrennen, ey. Sonst geben sie kein Bergungsgut. Das ist nicht gut. Sonst hier noch irgendwas? Da ist noch Munition. Habe ich keine, die ich gebrauchen kann. Och nö. Sehr geil. Na komm, mein Freund. Versuch mir doch mal unser neues Sturmgewehr aus. Haben wir den? Den haben wir noch nicht. Jetzt gehe ich aber noch mal kurz zurück. Ich habe gedacht, das wäre mehr so eine Secret-Geschichte. Aber da geht es ja so richtig weiter. Weil da wollte ich ja schon noch mal kurz rein hier. Schön nachladen. Da haben wir nämlich noch eine Kiste und ein Buch. Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher, nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Alles klar. So, weiter geht's. Pfeile haben wir noch. Jeder hat einer geblutet, ein bisschen. Schießen wir uns den Weg frei. Das ist strange, ey. Irgendwie gibt es da echt viele verschiedene Wege, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier der offizielle ist oder der andere, ob ich da vielleicht einfach...
gehen müssen und einfach nur ein Secret gefunden hätte. Gewehr. Nee, ich glaube, da geht's auf jeden Fall weiter. Ich gehe jetzt erst nochmal da zurück. Mann, Mann, Mann. Was bist du denn? Komm her, du Tier. Hä? Wo ist das Vieh jetzt hin? Wahnsinn. Ich dachte, ich kann hier ein bisschen auf die Jagd gehen. Das Vieh verschwunden. Hallo? Was war das denn? So. Hab gedacht, sie hat schon wieder solche Schmerzen. Und kann nicht mehr. Ey, das ist echt so ein kleiner Irrgarten hier, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. So leicht verwirrend ist es schon. Oh, da unten ist was. Moment mal. Ja, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Okay, aber jetzt glaube ich... was war denn das da unten gerade? Geh mal da schön wieder runter, meine Liebe. Runter, 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 runter. Los. Was ist denn? Stachelkraut. Hallo? Ich kam nicht mehr raus. Wie bescheuert ist das denn jetzt? Och, Mann. Das war auch leicht buggy, ey. Alter, bin ich jetzt da wieder? Muss ich jetzt alle nochmal töten? Das gibt's doch jetzt nicht. Nee, das ist jetzt aber nicht deren Ernst, oder? Warum bin ich denn jetzt so weit zurück wieder? Das war jetzt komplett verbuggt. Nee, aber da war ich ja so ein bisschen kränklich zu dem Zeitpunkt. Ach, Moment. Wenn ich eh schon hier wieder zurück bin, dann kann ich ja da gerade nochmal kurz hoch. Alter, konnte ich ja vorher nicht gescheit springen. Aber da gab es doch noch was Gutes. Dass er mich jetzt da wieder zurücksetzt, ist schon irgendwie lustig. Kann ich das irgendwie... Nö, oh, da kann ich hoch. Sehr schön, da kann ich hoch. Was finden wir da? Was Brauchbares wäre nicht schlecht. Hm. Nö. Warum geht denn jetzt hier so die Musik ab, ey, jetzt? Haben da irgendwie was, was ich wie die Feinde? Auch nix. Und runter da, Ich muss jetzt ja echt, jetzt muss ich mal auf die Karte gucken, ob die mir irgendwie hilft. Ist so ein Konstrukt, ey. Läuft man sich ja echt übel. Ach, und dann bin ich wieder da quasi. Oh, wo ist es? Ich hab's gehört. Sieht irgendwie eine Falle aus. Ne, ist aber glaube ich keine. Och nö, das kann da unten drunter durch. Das ist doch scheiße. Ja, komm. Sehr schön. Gibt es ein bisschen was? Naja. Erfahrungspunkte, aber ansonsten ist ja nicht so ganz so geil, so prickelnd. Was ist denn damit? Ist es wieder so eine Falle? Ja. Okay, okay. Hammer, Hammer gleich. Klack.
So. Fuck, fuck, komm, explodieren! Kommt noch mehr? Ist ja klar, kommt noch mehr. Nehme ich hier auch irgendwie runter? Ja, klar. Schon besser. Alter! Da waren zu viele Leichen, ey. Ich habe nichts mehr gesehen. Die sollte man nicht so da auftürmen. Okay, jetzt weiß ich auch schon Bescheid. Jetzt bin ich quasi nahezu gewappnet. Kann ich da jetzt auch quasi dann vorbeispringen an der Falle? Okay, die kommen aber nur... Es ist blöd, dass man da nicht so ein bisschen so wie bei Uncharted, also so gescheite Deckung gehen kann. Aus der Deckung rauszuschießen. Da komm, du Sack. So, läuft doch. Sieht gut aus. Ist ja Munition super. Die ist langsam ganz schön all. Oh ja, super, geht doch. Sehr schön. Ruhig, mehr Munition. Immer schön her damit. Dankeschön. Noch jemand? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Da war doch noch einer, oder? Okay, ist egal. Aber das passt doch wieder. Würde ich sagen. Hab ich auch wieder genug Munition. Ich lasse mal kurz die Pumps auf nah. Glaube ich am besten. Ja, prima. Oh, da sind aber auch wieder einige Strichlisten geführt worden. Nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, bis hierhin passt doch schon mal. Diesmal wieder eine normal lange Folge nach den letzten beiden, die etwas länger sein mussten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst Bescheid. Immer schön weiterzocken.